Mein Name ist Harald Wöhr. Ich bin seit fast 14 Jahren bei Euroglas im Werkschutz angestellt. Euroglas ist ein großer Flachglasproduzent mit zwei Standorten in der Nähe der Landeshauptstadt Magdeburg. Euroglas gehört zur Glas Drosch Group, einem Schweizer Unternehmen mit über 100-jähriger Tradition in der Glasproduktion. Als ich 1998 die Möglichkeit bekam, hier als Werkschützer anzufangen, war ich gespannt, was mich erwartet, da ich vorher 15 Jahre in den anderen Jobs in der Sicherheitsbranche tätig war. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich habe es nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Die Objektsicherheit zu garantieren, ist die eine Seite. Andersherum sind die Werkschützer hier immer die erste Ansprechperson. Wenn Sie anrufen bei uns in der Firma, bekommen Sie sofort die Verbindung mit uns. Wenn Sie als Kunde kommen, den ersten, den Sie sehen, ist der Mann vom Werkschutz. Ich persönlich arbeite sehr gerne bei Euroglas und sage aus eigener Erfahrung, dass es der beste Arbeitgeber war, den ich je in meinem Leben hatte. Dazu stehe ich, so ist es. Und ich freue mich auf eine berufliche Zukunft in diesem tollen Team von Euroglas. Hallo, mein Name ist Dennis Richter. Ich gehöre seit 5 Jahren zum Team Werkschutz hier in Hallensleben. Wir befinden uns momentan im Produktionsbereich der Euroglas GmbH. Wenn man das Thema Produktion hört, sind Kontrollen sehr wichtig. Kontrollen werden durchgeführt im Bereich Brandschutz, im Bereich Erste Hilfe und natürlich die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter wird auch regelmäßig kontrolliert. Was muss ein Mitarbeiter mitbringen, um im Bereich Werkschutz arbeiten zu können? Der Mitarbeiter muss gewissenhaft sein, er muss den gewissen Weitblick haben. Ja, ganz einfach, er muss den Job leben. Warum ich bei Euroglas arbeite? Bei Euroglas wird für den Mitarbeiter noch das Geld in die Hand genommen. Das heißt, es wird nicht gespart an Fortbildung, an Arbeitsmaterialien und an Schutzausrüstung. Ich bin Christian Malecke. Ich arbeite seit fast einem Jahr im Werkschutz bei Euroglas. Wir haben viele verschiedene Tätigkeiten, unter anderem die Besuchererfassung und Koordinierung, die Lkw-Ein- und Ausfahrten und die Telekommunikation innerhalb der Firma. Bei uns laufen im Prinzip alle Fäden zusammen. Kommunikation ist für uns das A und O. Die Eigenschaften eines Werkschützers: Er sollte zuverlässig sein, ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein haben und einen sicheren Umgang mit Menschen. Mir persönlich gefällt es bei Euroglas, weil man offen empfangen wird, sehr gut eingearbeitet und ein kollegiales und familiäres Verhältnis innerhalb der Firma pflegt. Mein Name ist Mirko Nastrand, ich gehöre seit 6 Jahren zu dem Bereich Werkschutz. Zu unseren Kontrollgängen gehört auch der Mitarbeiterschutz, wo wir in den verschiedenen Bereichen schauen, ob die Mitarbeiter ihre persönliche Schutzausrüstung tragen. Um dies zu gewährleisten, sollte man kommunikativ sein und ein freundliches und bestimmtes Auftreten haben. Ich arbeite in diesem Unternehmen, weil es ein Familienunternehmen ist, wo
wobei der Mitarbeiter in den Vordergrund steht und welches stetig wächst. Ja, soweit ein kleiner Einblick in die täglichen Aufgaben des Werkschutzmitarbeiters hier bei Euroglas. Wenn auch Sie in einem jungen, dynamischen Team arbeiten wollen, Weiterbildung gegenüber offen sind, bewerben Sie sich jetzt. So, und wir kümmern uns jetzt um die Werkssicherheit.